Hast du dein Auto wieder? Hey. Wir hatten so den spontanen Einfall, hier mal so eine Rodelabend zu veranstalten. Wir haben das letzte Woche Dienstag mal im kleinen Rahmen angetestet mit einer einfachen Flutlichtrodelaktion. War sehr gut angenommen worden. Trotz der kurzfristigen Ankündigung waren gute 120 Personen hier. Dann haben wir auf Anfragen von vielen Leuten nochmal uns entschlossen, dieses Wochenende nochmal was zu machen. Ein bisschen größer, ein bisschen auch mit entsprechender Disco-Beleuchtung. Und ja, schätzungsmäßig sind wir jetzt auch so Richtung 250, 300 Leuten unterwegs. Ist halt ein ständiges Kommen und Gehen, aber wird gut angenommen zurzeit. Am liebsten würden wir es gerne jedes Wochenende machen, aber man muss es ja irgendwo mal ein bisschen im Rahmen halten. Ja, wir haben auch hier Skifahrer und auch mal einen Snowboarder schon gehabt. Aber ansonsten bieten wir vor allem kostenfreie Getränke und Essen an, also sprich Glühwein und Kinderpunsch und entsprechende Brötchen und Würstchen. Ist für die ganze Bevölkerung kostenfrei. Gegen eine kleine Spende für die Jugendfeuerwehr, die freuen sich natürlich drüber, aber ansonsten wird das natürlich auch gerne angenommen hier. Ne? Ganz klar, wir versuchen natürlich hier auch ein bisschen die Jugendlichen anzusprechen, um auch mal für die Jugendfeuerwehr ein bisschen zu interessieren. Entsprechend haben wir auch hier ein Fahrzeug stehen, wo wir auch mal gucken können, das wird auch fleißig genutzt, man kann auch mal ein Foto drin machen, mal ein Feuerwehrhelm aufsetzen. Einfach ein bisschen Kontakt zur Bevölkerung bekommen. Wir sind jetzt Gott sei Dank hier eine relativ junge Truppe, die das hier im Kern organisiert. Nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich unsere erfahrenen Leute im Hintergrund, die uns einfach ein bisschen unter die Arme greifen, weil es ist doch viel zu organisieren und zu beachten. Aber die Stimmung ist ganz gut. Das ja, also Würstchen sind es knapp 200 gewesen bis jetzt. Glühwein, ja, sind wir auch so um die 100 Liter, denke ich, unterwegs. Ansonsten Kinderpunsch auch so um die 100 Liter, sind bis jetzt schon weggegangen. Ja.